Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Pokémon Mystery Dungeon. Wir sind auf dem Donnerberggipfel, weil wir Tengulist vor Zapdos retten müssen. Wir sind am Gipfel angekommen. Hey Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengulist zu retten. Komm schon! Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich habe überhaupt keine Angst. Hey Zapdos, lass Tengulist frei. Wir sind ein Pokémon-Retterteam. Ich höre große Entschlossenheit in euren Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn. Und deswegen hasse ich den Kampf gegen Zapdos so besonders, weil das Partner-Pokémon unbedingt nach vorn rennen muss. Es ist so bekloppt. So, Lizzie, du könntest... Kann ich dir das einstellen? Taktik? Weg von hier. Ich hoffe, Lizzie rennt jetzt zu mir. Oder sie rennt schief, das ist auch in Ordnung. So, und jetzt Lizzie. Wir sind ein Team. Und dass ich Zapdos verlangsamt habe, das ist umso praktischer. So. Jetzt brauchen wir eine Stachelspore von Knilz. Ich hau Zapdos eine Aquaknarre rein. So. Sehr schön. Und dann machen wir eben das wieder an. Ah. So. Ach verdammt, ich hätte Egelsamen benutzen können. Naja, geht auch so. Ja, guck mal hier, Volltreffer gelandet. Zapdos besiegt. Und wir sind Level 22. Ich sag doch, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Level. Naja, gut. Komm, man muss auch mal ein bisschen einfacher. Und so, ihr wisst schon. Man muss sich aber Endbossen nicht immer anstellen. Was geschieht hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Willst du noch mehr? Komm nur her! Genug. Der Kampf hat lang genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nehmt Tengulist mit. Ihr Kinder habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht mehr zurückhalten. Also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Seht mal, da ist Tengulist. Und draußen fängt es an zu winden. Bist du in Ordnung? Ja, doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär, dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Shiggy bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht. Du bist kein Pokémon. Ist es nicht so? Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Oliver ist kein Pokémon. Oliver ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Ist das möglich? Wie kann das überhaupt passieren? Oliver kann es sich auch nicht erklären. Der wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnerte sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Lombrero hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Oliver zu einem Pokémon wurde? Nein. Das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könnte in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können.
In Ordnung, lass uns zu Xatu gehen. Gehen wir, Oliver, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tengulist, komm, beeilen wir uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Oliver, jetzt steh hier nicht so rum, lass uns nach Hause gehen. Entschuldigung. Simsala, ich kenne dich jetzt lang genug. Das war doch noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Wir haben es geschafft. Wir haben Zapdos besiegt. So. Und da wir jetzt Zapdos besiegt haben, werde ich euch einmal zeigen. Warte, ich starte das Ganze hier mal neu. Ja. Dadurch, dass wir jetzt Zapdos besiegt haben, haben wir jetzt hier unseren ersten Eintrag. Und bei allen großen Bossgegnern kriegen wir dort einen Eintrag. Das werde ich euch dann immer zeigen, wenn wir einen kriegen. So, der nächste Morgen. Oliver, guten Morgen. Ich habe mich gestern... Irgendwas. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort ausbrechen. Und aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Was ist denn gerade los? Hä? Was ist denn? Ach, nix. Hä? Du willst mir etwas fragen, oder? Was ist denn? Komm, sag schon. Warum bist du so froh? Warum? Wieso fragst du mich das? Weil du es nicht für dich tust. Du sagst es, aber genau deswegen strenge ich mich doch noch mehr an, weil es eben nicht für mich ist. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue. So ist das. Aber egal, lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. So, ja, das werden wir tun. Aber jetzt gucken wir doch erstmal hier. IQ, ein höherer IQ deiner Teampartner erleichtert die Reise ungemein. Wer Gummis ist, steigert sein IQ. Wenn ein Pokémon neue IQ-Level erreicht, kann es nützliche Fähigkeiten erlernen. Zum Beispiel Gegner mit einer Typenschwachstelle finden. Prüfe regelmäßig die IQ-Fähigkeiten deiner Teampartner. Alle Attacken haben eine Reichweite. Attacken, die auf einen ganzen Raum wirken, haben in einem Korridor eine Reichweite von zwei Feldern zum Beispiel. Zum Beispiel die Attacke Heuler. Ist die Sichtweite jedoch auf ein Feld beschränkt, gilt diese Beschränkung auch für die Attackenreichweite. Süße Hände. Ein wenig neidisch, Teddy Ursa leckt sich auf die honigtriefenden Pfoten. Es mag zwar etwas klebrig sein, ihm die Pfoten zu schütteln, aber neidisch kann man da schon werden. Der Schlüssel. Auf zur Wüstenregion. Du fragst dich, was hinter den mysteriösen verschlossenen Türen der Solarhöhle liegt? Dann pass mal auf. Angeblich findet man die nötigen Schlüssel ganz einfach in der Wüstenregion. Aber nimm Pokémon mit, die für eine solche Reise in die Wüste geeignet sind. Azuril, der kleine Held. Azuril ist unser Held des Tages, denn sein Mut übertrifft seine Größe bei weitem. Fleckmon war in einen Teich gefallen. Der Schweif unseres Helden, den er dem verzweifelten Opfer zuwarf, bewahrte es vor dem sicheren Ertrinken. Hinterher sagte Fleckmon aus, es habe einfach vergessen, wie man schwimmt. Dungeons und Wetter. 1. Sonic. Verstärkt Feuerattacken und schwächt Wasserattacken. Sandsturm fügt regelmäßigen Schaden zu, außer Bodengestein und Stahltypen. Wolkig. Da werden alle Attacken und Angriffe geschwächt, außer Normaltypen. Regen verhindert Explosionen und verstärkt Wasser sowie schwächt Feuerattacken. Pirzipschal. Total beliebt. Immer mehr Retterteams wissen praktische und modische Ausrüstung zu schätzen. Der pinkfarbene Pirzipschal ist besonders beliebt. Sogar der Kecleon-Laden hat kaum nur Exemplare vorrätig. Wenn du einen Pirzipschal entdecken solltest, dann schnapp ihn dir. Witzig, wohin genau wandert? Heute früh wanderte wohin genau wahllos umher. Wir wussten weder wohin noch wieso. Es musste von dem berühmten Team Hydro gerettet werden. Witzigerweise war das wandernde wohin genau weder wild noch wackelig auf den Beinen und zum Glück wohlbehalten. Jo. Jo. Haben wir jetzt noch 10 Dinger zu lesen. Oder war das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jedenfalls noch ein bisschen was zu lesen. Und ich wollte ein paar Items ablegen. So. Hallöchen. So, erstmal sortieren. Eine Sinelbeere schadet nicht, aber Lebersam schadet nicht. Und Top-Elixier ist auch mal gut. So. Das reicht uns. Aber bevor wir in die Riesenschlucht gehen, werden wir noch, anders als sonst immer, wo wir immer hinten an die Pinipperpost geguckt haben, uns einfach hier für ein Training entscheiden. Um uns so ein bisschen darauf einzustimmen, das Unlichttraining. Denn ein Pokémon aus dem Unlichttraining, was uns hier erwarten wird, noch nicht auf den ersten beiden Ebenen,
Dort rennen, soweit ich weiß, nur Pfiffchen rum. Also jetzt nicht gerade das stärkste und beste Training, was man sich wünschen kann. Aber wie gesagt, es gibt hier zwei Pokémon, die ihr gleich sehen werdet, wo wir uns schon ein bisschen drauf einstimmen können, wie die dann gleich in der Riesenschlucht werden. Und das sind diese beiden Kramwalks dort. So, Blubber auswählen. Okay, kein Problem mit Kramwalks. Sehr schön. So, Freunde, dann hätten wir das Unlichttraining auch geschafft. No problemo. So. Was können wir denn sonst noch machen? Ein bisschen Wassertraining, Pflanzen, Elektrokampf. Ach komm, ein bisschen Kampftraining schadet nicht. Da ist nämlich auch, soweit ich mich erinnern kann, ein starkes Pokémon im Endkampf mit dabei, das man nicht unterschätzen sollte. Ja, hier Mediti und Rabaut vom Stahlberg sind jetzt nicht das Ultimo mal wieder. Also in den seltensten Fällen lohnen sich tatsächlich die Gegner von den beiden vorherigen Ebenen. Es ist eher der Endkampf, der die guten EP bringt. Aber ja, es gibt, glaube ich, ein oder sogar zwei Trainings, wo es sich lohnt, auf den Ebenen zu bleiben. Wo sich die Ebenen mehr lohnen als der Endkampf. Weil auf den Ebenen und Endkampf dieselben Pokémon unterwegs sind. Und ja, logischerweise dann die Ebenen sich mehr lohnen, weil die dieselbe Anzahl an XP geben. So, müssen wir hier hin. Ja, guck mal, da müssen wir hin. So. Und da ist es auch schon. Das Kickli. Böses Vieh. Böses Vieh. Das macht übel Damage. Deswegen lasse ich es auch einfach stehen. Weil, wenn ein Vieh böse Damage macht... Okay, es macht nur Meditation. Wenn ein Vieh böse Damage macht, sollte man es auf jeden Fall bis zum Ende lassen. In Strategie spielen. Ah, kommt immer drauf an. Eigentlich hätte ich es jetzt zuerst angreifen müssen, aber ging ja auch so. So, und dann jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Gesteintraining. Bisschen was, wo Schicki sich gut fühlen kann. Aber trotzdem... Ach ja, stimmt ja. Glumanda kann ja Metallklaue. Wir sind ja dritte Generation. Oder lernt Glumanda das schon in der zweiten? Gibt es Metallklaue schon in der zweiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist ein Mogelbaum. Hallo Mogelbaum. Tschüss Mogelbaum. Guck mal, da ist es wieder. Und weg. So. Ich wollte eigentlich nur so sagen. Und dann war... So, Ende. Tschüss. Genug Training für heute. Den Rest machen wir ein anderes Mal. So, wir werden jetzt noch einmal nach Hause gehen. Und einmal abspeichern. Flupp. Speichern. Und dann geht's jetzt in die Riesenschlucht. Schlag auf Schlag. Jede Folge ein neuer Dungeon. Dies ist die Riesenschlucht. Der Gipfel wird Berg der Vorzeit genannt. Laut Simsala liegt der Zugang zum Berg der Vorzeit auf E13. Xatu sollte sich dort aufhalten. Oliver, strengen wir uns an. Wir strengen uns immer an, Lizzie, das weißt du doch, so gut wie ich. Also bitte. Und hier in der Riesenschlucht kann man ein wunderbares neues Item finden, was wir für später gut brauchen werden. Ein paar Dumiesel wandern hier herum. Ein Spezialband. Kein Pirsif-Schal. Obwohl wir gelernt haben, dass wir den Pirsif-Schal ja einsammeln sollen, wenn wir ihn finden. Damit wir ihn dann Kekleon geben können. Nochmal rauf. Na, Funpi, mach die weg.
Funpi, ein sehr schönes Starter-Pokémon in Team Himmel, wie ich finde. Mein Lieblingsstarter-Pokémon in Team Himmel sind eindeutig... Also Platz 1 ist Riolu und Platz 2 teilen sich Shinux und Funpi. Ja, dumm Miesel, ich lass dich laufen. Ne, muss ja hier nicht sein. Wenn wir hier schon die Treppe haben. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur noch was... Oh, okay. Glumanda, sorry. Ich weiß nur noch, was mein allererstes Team war in Pokémon Team Zeit. Aber ich weiß nicht mehr, welche Pokémon ich sonst noch so hatte. Ich weiß, ich war irgendwann noch mal ein Glumanda. Ja, ganz am Anfang bei Pokémon Team Zeit war ich ein Endivia und mein Partner war ein Plinfar. Bei Pokémon Team Rot weiß ich es gar nicht mehr, was mein allererstes Team war. Aber ich dächte, ich war ein Hydropi. Ich kann es euch nicht mehr sagen, es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte, aber das ist viel zu lange her. Also das ist wirklich viel, viel zu lange her. Oh, das bisschen Geld nehme ich noch mit. Oh, das war ja nicht nur ein bisschen. Das war ja schon gut. Na, ich habe doch gesagt, die Kramucks rennen hier rum. Naja, Verfolgung. Schnell ausschalten, dann ist Verfolgung nicht mehr gefährlich. Verfolgung in dem Spiel hier schafft nämlich einen Konterstatus. Und wenn man dann Attacken einsetzt, die das gegnerische Pokémon nicht besiegen, dann... Ja, bekommt man das mit gleicher Wucht zurück, was man auf die Ei gesetzt hat. Hör auf. Okay, gut. Ist Lizzie weiß sich selbst zu verteidigen. Ich sag's doch immer wieder. Kramurks. Weg mit dir. Giflor. So. Noch ein Giflor. Was ich krass finde, ist, dass meine Wasserattacken, obwohl sie nicht sehr effektiv sind, mehr abziehen als Glumandas Normalattacken. Das finde ich ein bisschen seltsam, bin ich ganz ehrlich. Und es ist ja nicht so, dass es nur ein bisschen mehr abziehen würde, es zieht ja ordentlich mehr ab. So, das nehmen wir wieder mit. Mensch, das geht ja hier flotti voran mal wieder. Ohne Probleme. So. Haben wir hier. Oh, yes. Sogar die Treppe. Lü. Scaraborn. Ausdauer schlägt fehl. Sehr gut. Sonst hätte Lizzie da jetzt wahrscheinlich 1000 Attacken drauf eingesetzt. Bei Ausdauer kriegt man nämlich auch so ein Schild über den Kopf. In dem Fall dann aber das Schild, dass man die ganze Zeit nicht unter einen Lebenspunkt fallen kann, solange es aktiv ist. So. Hundemon. Oh, Blubbers alle. Möchtest du das einsammeln? Nein? Okay, dann sammle ich es halt ein. Warum sollte Lisi das auch einsammeln wollen? Ist doch nur Geld. Materialistische Scheiße. So, noch mehr Geld. 14, wow. So, du. Hundemon, weg mit dir. Was haltet ihr eigentlich so von dem Spiel? Wer von euch spielt das denn parallel mit mir? Spielt das überhaupt irgendwann parallel mit mir? Wird sich einer von euch die Remastered-Variante davon für die Switch holen? Was ich mich dazu frage... Oh, das war doof. Was ich mich frage, ist, ob die sie auch wieder Wunderbriefe einführt werden. Oder ob solche Dungeons wie... Ja, den Fantasiepass oder was wir uns sonst noch so freigeschalten haben, dann wirklich drin sein werden im Spiel. Und vor allem bin ich gespannt, ob und wie sie die Pokémon der anderen Generation mit einbauen werden. Da bin ich richtig gespannt drauf. So.
Nochmal zwei Tauros. Schwupps. Und schwupps. Oh, das biegt nach oben ab. Na gut. Oh, ein Kraftband. Das habe ich mal ganz dringend beim Üben, beim Training gebraucht. Weil für irgendeine Quest brauchte ich ein Kraftband. Und ich habe einfach keins bekommen. Schlussendlich musste ich da eines von Kecleon kaufen. Ich habe nirgendwo ein Kraftband gefunden. So, mein Magen knurrt. Ja, wir sind ja fast da. So, Hundemon. Auch noch weg. Ich sagte auch noch weg. Hör doch mal auf mich. Dass die nie hören wollen, diese wilden Pokémon. Nur weil die durch diese Naturkatastrophe ein bisschen wütend sind. Mein Gott. Kann sich auch anstellen. So. Na, geht doch. Trappi. Da bist du ja. Na, Trappi? Okay, also Hundemon hat auf jeden Fall mindestens 59 Lebenspunkte. So, haben wir noch eine Ebene oder? Wir sind schon da. Gut, Freunde, dann sehen wir uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann mal schauen, was Xatu uns zu sagen hat. Bis dahin, tschüss.